Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen und Herren, manche wollen hier Geschichtsstunden machen. Ich begrüße, dass eine Mehrheit dieses Parlaments sich mit der Zukunft beschäftigen will. Der Deutsche Bundestag ist ein Ort der innenpolitischen Auseinandersetzung, aber nicht heute. Heute stehen andere Fragen im Vordergrund. Und Herr Kollege Gauland, was ich nicht verstehe, ist, Sie haben sich hier beklagt, Ihre Fraktion sei nicht einbezogen worden in die Vorbereitung dieser Sitzung und in die Vorbereitung dieses Resolutionstexts. Und gleichzeitig haben Sie gesagt, dass Sie dem Text selbst und seinem Geist nicht zustimmen würden. Warum wollen Sie bei etwas Antragsteller sein, was Sie in der Sache ablehnen? Und was Sie an und Sie haben hier einige Freundlichkeiten über die deutsch-französische Freundschaft geäußert, aber Ihre stumme Geste, dass die gesamte Fraktion der AfD auf eine Teilnahme an der Reise nach Paris verzichtet, das entlarvt, wie national Sie in Wahrheit denken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 55 Jahren wurde der Élysée-Vertrag geschlossen und er war Gegenstand der Außenpolitik. Wenn man diesen Vertragstext heute liest, so steht in seinem Zentrum der bzw. die Außenminister. Heute eine völlig abwegige Vorstellung, dass die deutsch-französische Freundschaft eine Sache der Außenminister wäre. Es ist keine Spitze gewesen, sondern es ist heute eine Realität, dass wir bilaterale Beziehungen zwischen allen Institutionen, Behörden und staatlichen Ebenen haben. Die Besonderheit des Élysée-Vertrages ist, dass er heute nach 55 Jahren keine Besonderheit mehr ist. Und deshalb ist es richtig, jetzt den nächsten Schritt gemeinsam zu gehen. Partnerschaft ist eine rechtliche und vielleicht auch eine politische Entscheidung. Freundschaft muss aus der Mitte der Gesellschaften wachsen. Die Kollegin Nahles und der Kollege Kauder haben ja über die vielfältigen zivilgesellschaftlichen Initiativen gesprochen, über den Schüleraustausch, über Städtepartnerschaften. Aber auch in der Alltagskultur ist über die vergangenen Jahrzehnte eine Freundschaft und Nähe gewachsen. Gerade vor einigen Tagen verstarb die französische Sängerin France Gall, die dann in deutscher Sprache in den 60er Jahren Karriere gemacht hat. Und auch Winnetou war ein Franzose in den populären Karl-May-Verfilmen der 1960er Jahre. Verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, die Erneuerung der Europäischen Union wird die Aufgabe der kommenden Dekade sein. Der bilaterale Gedanke des Élysée-Vertrages steht dieser Erneuerung des europäischen Einigungsprojektes insgesamt nicht entgegen, sondern gerade im Gegenteil. Frankreich und Deutschland können und müssen Impulsgeber für die Erneuerung der Europäischen Union sein, müssen Motor auch einer Vertiefung sein, die Mitte des vergangenen Jahrzehnts ins Stocken geraten ist. Aber Impuls- und Ideengeber zu sein, heißt nicht, ein Direktorium zu bilden, das anderen etwas vorgibt. Und es heißt auch nicht, ein Closed Shop zu werden, der andere ausschließt. Die Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft sollte als Einladung an andere begriffen werden, diesem Beispiel zu folgen. Der französische Präsident Macron hat die Rolle des Taktgebers in dieser Reformdebatte übernommen. Er ist ein Politiker der Mitte, der einen sehr umfassenden Reformvorschlag für die Europäische Union vorgestellt hat. Und darauf wird Deutschland mit Kreativität antworten müssen. Nicht jeden Gedanken wird man sich zu eigen machen können, denn Europa ist ein Kontinent der Vielfalt. Aber der Kern
seines Denkens, auf den müssen wir antworten. Mehr gemeinsames Handeln in der Sicherheits-, der Verteidigungspolitik, bei der Kontrolle unserer Außengrenzen sind überfällig. Wenn es um europäische Aufgaben geht, dann wohl um diese. Und ich will für meine Fraktion sagen, wir hätten uns noch mehr gemeinsame deutsch-französische Initiativen vorstellen können, als sie jetzt in diesem Resolutionstext verankert sind. Der Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe. Und wir müssen erkennen, dass nationale Antworten darauf zu wenig sind. Mehr noch, nationale Alleingänge in der Energiepolitik schaffen oft mehr Probleme in Europa, als sie Lösungsbeiträge leisten. Wir stehen deshalb in der Verantwortung, für die Welt einen Weg zu weisen, wie ökologische Nachhaltigkeit und Wohlstand verbunden werden können. Und die Idee eines CO2-Preises, die hier im Resolutionstext verankert ist, die weist einen marktwirtschaftlichen Weg, der all dem überlegen ist, was wir in Deutschland an Quoten, Verboten und Subventionen in den letzten Jahren erprobt haben. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Vorbereitung des Resolutionstextes hat eins gezeigt. Die Konfliktlinie ist nicht Deutschland-Frankreich. Die Konfliktlinie ist nicht pro oder gegen Europa. Nimmt man einmal die Ränder des politischen Spektrums aus. Die Auseinandersetzung findet in Deutschland und in Frankreich auch innerhalb des demokratischen Zentrums statt. Es ist nämlich die Auseinandersetzung, die konzeptionelle Auseinandersetzung zwischen denen, die auf der einen Seite auf mehr sozialen Ausgleich setzen, auf die Vergemeinschaftung, im Zweifel auf Transfer, und auf der anderen Seite jene, die auf Wachstumsimpulse setzen, die Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen und an die Autorität von Regeln glauben. Die deutsche Position der Vergangenheit war, und wir werden sehen, ob sie es weiter bleibt, nicht Ausdruck von Hartherzigkeit oder mangelnder Großzügigkeit, sondern im Gegenteil. Die Grundüberzeugung war, und unsere ist es unverändert, fiskalische Eigenverantwortung ist Ausdruck demokratischer Souveränität und der ökonomischen Klugheit, und deshalb sollte dieser Weg weiter beschritten werden. Und wenn es um die Wachstumsimpulse geht durch Investitionen in disruptive Technologien, wie der französische Präsident sie gefordert hat, wie sie sinnvoll sind bei der künstlichen Intelligenz, aber übrigens auch bei der Förderung gemeinsamer Initiativen in der Batterietechnologie für die Elektromobilität, dann sollte ordnungspolitisch sichergestellt sein, dass das Geld fließt in privatwirtschaftliche Investitionen, nicht alleine nur in Staatshaushalte. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf beiden Seiten des Rheines gibt es solche, die jede Gelegenheit für eine Schlagzeile nutzen und dafür das europäische Einigungsprojekt bereit sind, zu einem Problem zu erklären. Die Wahrheit ist aber, es gibt kein Problem, das gegen oder ohne Europa gelöst werden kann. Alle Probleme können wir nur in und mit Europa lösen. Und das ist die Botschaft dieser fraktionsübergreifenden Resolution des Deutschen Bundestags über alles, was uns im Einzelnen in der Mitte des Hauses teilt, hinweggesehen. Jetzt hat das Wort die Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr.